Yo Leute, was geht? Willkommen zum neuen Video. Ich bin gerade auf meinem neuen Roller, den ich euch später noch zeigen werde, und hol den Valentin ab. Wir gehen zusammen was essen und fahren dann hoch aufs Feld, werden da ein kleines Q&A machen. Und später gehen wir dann noch in einen anderen Ort zu Freunden und chillen da ein bisschen mit denen. Also viel Spaß bei den Eindrücken. So, da ist der Mann. Ehrenmann! So Leute, wir sind mittlerweile angekommen. Hier, wo wir unser Video drehen. Und der Valentin, ey, ich wollte eine Ansage machen. Bauerwagen, oder? Es geht, Leute. Also wir sind jetzt oben angekommen. Bei den Rädern. Und wir haben jetzt uns überlegt, wir beantworten ein paar Fragen hier vom Handy. Ja, und zu dem Roller, den ihr gesehen habt, den habe ich mir vor ein paar Tagen auf eBay gekauft. Und ja, wir sind jetzt endlich mobil. Den kleinen Carporn seht ihr jetzt hier. Also ein Carporn. Ja, vor allem Carporn. Einen kleinen Rollerporn seht ihr jetzt. I'm too good for my own good. I won't leak the album, I let it spill. Number one, bitch, I bet it will. Also, die erste Frage lautet, wie war das bei dir mit dem Zoll? Und echt ein nices Video. Das war zu dem Yeezy-Video. Und zwar hatte ich da auch Bedenken mit dem Zoll, aber bei mir gab es eigentlich keine Probleme. Also, ja. Okay, hier kommt eine... ist keine Frage, ist eher eine Aussage jetzt, so gesagt. Zu dem Magister 2 Video. Geiles Video, wie immer. Vor allem der Schnitt und das Intro hätte viel mehr Abos verdient. Sowas freut uns natürlich. Ja, echt, Mann. Und klar, mit den Abos, wir sind stolz drauf, was wir haben. Ob wir jetzt ja mehr verdient haben, da können wir selber nichts zu sagen. Und ja, aber danke, dass du es so siehst. Also, ja, danke schön. Auf jeden Fall. Ja. Also nochmal ein Kommentar zu dem Magister-Video. Und zwar, okay, vielen Dank. Und wo spielst du? Vielleicht komme ich mal zu einem Spiel. Bist richtig cool und ja. Ja. Also momentan mit dem Verein, vereinsmäßig, ich bin gerade so, ich sag mal, beim Pausieren, irgendwie fehlt mir gerade die Motivation, irgendwie ins Training zu gehen. Und ich, ja, ich spiele hier bei so einer Ortsmannschaft, sag ich mal, die kennen wahrscheinlich wenige Leute, aber ja. Und danke. Zu dem Parcours-Video, also Parcours-Fußball-Video, was wir in der Halle gedreht haben, schreibt einer, hey, wenn du willst, können wir dir ein Intro machen. Und wir können ja mal ins Gespräch kommen, oder? Ja. Im Moment ist es so, die Intros. Wir brauchen nicht eins, aber wir können ja mal mit dir in Verbindung treten, wenn du irgendwas Gutes hast. Was uns wichtig ist, es muss zum Thema, sag ich mal, passen, also Fußball, irgendwas zu tun haben. Und nicht so ein 0815-Intro, was so jeder, ich sag mal, so fast jeder YouTuber hat, so mit irgendwelchen 3D-Effekten. Sieht halt einfach scheiße aus unserer Sicht, denke ich mal. Ja, zu dem Best of 2016-Video schreibt jemand, komm mal nach Kronau. Und ich weiß auch genau, und Valentin weiß auch genau, wer das war. Wir waren einmal in Kronau und haben da was für New Balance Schuh gedreht. Und da waren halt auch so Leute, die uns dann ein bisschen geholfen haben. Und ja, Grüße erstmal an euch. Und ja, vielleicht sind wir mal im Sommer wieder in Kronau. Vielleicht sieht man sich dann, aber... Ja, wir müssen halt darüber relativ lang hinfahren. Ja gut, jetzt haben wir einen Roller. Hier kommt zu dieser Football Boot Collection kommt eine Frage, also vielmehr zwei Fragen, wie er die Kartons, die er da an der Wand hat, mit den Schuhen drauf festgemacht hat. Und zweite Frage, wie alt er ist. Gut, also er hat die Kartons festgemacht mit so doppelseitigem Klebeband. Ja, doppelseitiges Klebeband. Einfach hinten an den Karton, Rückseite, und dann einfach die Schuhe reingestellt, das hält. Und du bist wie alt? 5. Ja, er ist 17. Ja, okay, ich bin 17. Unter dem Lissabon-Video, das erste, was ich gemacht habe, also dieses Travel-Video, hat jemand geschrieben, ob ich nicht in die Schule muss. Und
Nein, muss ich nicht, weil da waren noch Weihnachtsferien. Hier fragt einer, könnt ihr mal ein Video machen über Schusstechnik, zusammengefasst? Wir haben sogar schon mal so, also ein Video von Schusstechnik gibt es schon, Knuckleball, wie man das macht am besten, sag ich jetzt mal. Und ihr könnt es, wir packen es euch mal unten rein oder ihr sucht es halt mal selber, da gibt es schon ein Video. Ja, aber wir haben auf jeden Fall noch vor, mal so ein Video zu machen, wo wir mal so, sag ich mal, so drei bekannte oder drei oft benutzte Schusstechniken machen. Da wird auch der Knuckleball, denke ich, noch vorkommen, aber auch so Curve, weil das haben sich auch viele gewünscht und Curve-Tutorial und ja. Wir wollen generell jetzt auch mal ein paar Tutorials drehen jetzt bald und dafür suchen wir uns noch eine gute Location, wie letztes Jahr, falls ihr die Videos kennt. Aber wir wechseln jetzt nochmal die Location. Bis gleich. Oh. Okay, also jetzt mal ein englischer Kommentar. Und zwar geht es darum, dass jemand schreibt, dass er unsere Videos mag, also danke dafür. Und dass wir Reviews eher nicht so als Challenges machen. Das war nämlich unter das Face-Video. Das war ja eher so eine Challenge-mäßig, sag ich mal. Und dass wir vielleicht, dass wir wieder ein bisschen mehr Cinematic-Videos machen sollen. Und ja, ich mache gerade ein Video, was auch mehr Cinematic ist. Und da kannst du drauf gespannt sein. Hier fragt einer, auch auf Englisch, ob wir die Sachen für die Reviews gestellt bekommen oder ob wir uns die selbst kaufen. Wir kriegen von New Balance die Sachen und jetzt auch die neuen Adidas-Schuhe haben wir bekommen. Aber jetzt die Nike-Schuhe haben wir nicht bekommen. Ja, also Nike ist von uns selber, ja. Ja, das war's von dem Video.